Im ersten Drittel fallen keine Tore, also hinein in den zweiten Abschnitt. Lausanne's Joël Genazzi schießt, Augsburger erbt. Gaëtan Augsburger hat viel Zeit, sich die Scheibe zurechtzulegen. Lausanne gerät selten unter ernsthaften Zugerdruck und will hier bereits den Angriff auslösen. Scheibenverlust. Bouchard in Abschlussposition, der Ausgleich. Topscorer Pierre-Marc Bouchard macht für Zug, was ein Topscorer soll. Er schießt das 1:1. 11 Sekunden vor Schluss des zweiten Drittels sieht Dominik Lammer eine Schussmöglichkeit. Tor. Abgelenkt der Schuss, keine Chance also für Caminada, der statt Uye das Tor hütet. Caminada gerät auch im letzten Drittel gleich wieder unter Beschuss. Die Scheibe bleibt frei und findet den Weg zum 3:1 für Zug ins Tor. Suri reagiert am schnellsten. Lausanne ist geschockt und läuft gleich in den nächsten Angriff der Zuger. Josh Holden lenkt den Schuss zum 4:1 für die Gäste ab. Ein Miniaturaufbäumen verschafft Lausanne noch das 2:4 durch Herren. Es ist mehr eine Verzweiflungstat, den Lausanner Torhüter für die Schlusssekunden vom Eis zu nehmen. Das ermöglicht den Zugern das 5:2. Zum zweiten Mal ist Bouchard der Schütze.